Servus! In diesem Video schauen wir uns das erste Kasserl am Arbeitsblatt Ähnlichkeit und Winkelfunktionen an. Ja? Nach diesem Video solltest du erkennen, dass sich Winkel durch Skalieren nicht verändern. Also Skalieren heißt im Endeffekt nichts anderes als rein- oder rauszoomen. Außerdem lernen wir die Definition von ähnlichen Dreiecken kennen. Du wirst auch begreifen, dass die jeweiligen Seitenlängen von zwei ähnlichen Dreiecken im selben Verhältnis zueinander stehen. Bevor wir uns das Arbeitsblatt jetzt aber genauer anschauen, will ich demonstrieren, wie sich ein Winkel verhält, wenn man hinein- oder herauszoomt. Dazu zeichne ich zuerst drei Punkte, A, B und C. Die bilden natürlich ein Dreieck, weil die liegen ja nicht auf einer Geraden. Und uns interessieren jetzt aber nur die beiden roten Seiten von diesem Dreieck. Zwischen diesen Seiten gibt es einen Winkel. Den Winkel nenne ich mal Alpha. Und was passiert jetzt mit diesem Winkel Alpha, wenn ich mir den ganzen Bereich unter der Lupe anschaue? Also wenn ich diesen ganzen Bereich vergrößere. Ist der Winkel dann auch größer? Ist er kleiner? Oder bleibt er gleich? Du kannst das Video jetzt pausieren und über die Frage nachdenken. Wenn du eine Vermutung hast, dann empfehle ich dir, dass du sie wirklich laut aussprichst. Das stellt nämlich sicher, dass du dich wirklich für eine Antwort entscheidest und dass dein Gehirn sie nicht selbst austrickst. Es ist nämlich ziemlich gut darin, sie selbst auszutricksen. Ich kenne das von mir selber. Also, 3 Sekunden Zeit zum Passieren, ab jetzt. So, ich habe jetzt keine Lupe am Computer, aber ich kann hineinzoomen, was fast noch besser ist als eine Lupe, weil die Lupe kann ja nur um einen Faktor irgendwie vergrößern. Und mit dem Skalieren, das geht so kontinuierlich. Wenn ich das also mache, dann sieht man, dass das Dreieck zwar immer größer und größer wird. Ja, also man sieht eigentlich gar nicht mehr die anderen Seiten. Man sieht nur noch diesen Punkt und die Seiten, die da weggehen. Der Winkel selber, der hat sich aber gar nicht verändert. Also egal, wie weit ich da reinzoome, der Winkel bleibt immer gleich. Mit dieser Kenntnis schauen wir uns jetzt das erste Kasserl am Arbeitsblatt an. Rechts oben, da ist so ein Eulensymbol. Das zeigt an, dass man die Information in diesem Kasserl einfach lernen muss. Was es heißt, dass zwei Dreiecke ähnlich zueinander sind, das kann man weder zeigen noch herleiten. Das ist einfach ein Fachbegriff, also ein Name bzw. eine Definition, die man einfach kennen muss. Hier steht also, zwei Dreiecke heißen ähnlich zueinander, wenn ihre Winkel paarweise übereinstimmen. Achtung! Zwei wichtige Hinweise. Alpha, Beta und Gamma, die müssen nicht gleich groß sein. Aber das Alpha oder der Winkel Alpha von dem einen Dreieck und der Winkel Alpha vom anderen Dreieck, die müssen gleich groß sein. Und Beta vom einen und Beta vom anderen, die müssen auch gleich groß sein. Und Gamma vom einem Dreieck und Gamma vom anderen Dreieck, die müssen auch gleich groß sein. Und wenn es für Alpha, Beta und Gamma gilt, dann sind die beiden Dreiecke ähnlich zueinander. Und zweitens, kann nicht ein Dreieck ähnlich sein. Also es gibt kein ähnliches Dreieck. Ähnlichkeit ist keine Eigenschaft, die ein Dreieck hat, sondern eine Beziehung zwischen zwei oder auch mehreren Dreiecken. Ich kann ja nicht sagen im Alltag so, ich bin ähnlich oder du bist ähnlich. Nein. Ich kann sagen, ich bin meinem Bruder ähnlich oder mein Bruder und ich sind uns ähnlich. Ja, also ich brauche immer, es ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Und bei Dreiecken ist es genauso. So. Wenn wir eine geometrische Figur skalieren, dann ändern sich die Winkel also nicht. Was heißt skalieren jetzt? Skalieren ist genau das Hinein- oder Herauszoomen. Beziehungsweise können wir uns auch vorstellen, dass wir eine geometrische Figur in alle Richtungen gleich aufblasen oder zusammenstauchen. Wenn ich das Dreieck so aufblase, dass ich die Seite A zum Beispiel 17 mal so groß mache, dann wird auch die Seite B 17 mal so groß sein. Und die Seite C wird auch 17 mal so groß sein. Die Winkel ändern sich dabei nicht. Also hat das 17 mal so große Dreieck dieselben Winkel wie das ursprüngliche Dreieck. Okay? Wenn ich also ein Dreieck habe, das spezielle Winkel hat, dann hat das diese Winkel, egal ob ich das irgendwie auf einer Kinoleinwand präsentiere oder auf einem kleinen Handy oder auf einem kleinen Blatt Papier oder so. Wenn dich eine genauere Herleitung zu dem Thema interessiert, dann kann ich dir das Arbeitsblatt Strahlensatz ans Herz legen. Das gibt's auch auf der Website vom Projekt.
Im nächsten Video schauen wir uns dann speziell rechtwinklige Dreiecke an. Bis dann!